Vielen Dank für die einführenden Worte. Ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, das Thema der Standorte in Verbindung auch mit den Formaten. Und dann eben auch mal zuerst über das Thema Hahn kurz berichten. Ein Haus, die Hahn-Gruppe gibt es seit 40 Jahren, über 40 Jahren auf dem Markt, beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema versorgungsorientierte Handelsimmobilien, das Thema Mixed-Use-Immobilien in den zentralen Lagen der Metropolstädte, wo eben auch der Lebensmitteleinzelhandel ein wichtiger Anker innerhalb der Immobilie ist. Wir haben so knapp 200 Produkte aufgelegt, Fonds, sowohl für die Privatkunden als geschlossene Publikums-AIF bis hin zu Spezialfonds für institutionelle offen geschlossen, bis hin zu maßgeschneiderten Produkten, Individualmandate, nicht regulierte Produkte. Wir haben so runde 180 Mitarbeiter, die den gesamten Wertschöpfungsprozess bei der Immobilie dann abdecken und Asset-Volumen, Assets under Management, so roundabout 7,5 Milliarden in diesem Segment. Wir sind ausschließlich bei den Assets auch in Deutschland tätig, also nicht bei den Assets international, sondern beschränken uns im Moment auf Deutschland. Da wir selbst nicht immer die Glaskugel dabei haben, fragen wir ab und zu mal auch die Spezialisten, sowohl die Händler als auch die Investoren, wie ist denn ihre Meinung, wie sind eure Meinungen zum Thema Ausblick des Jahres 2024 in dem Falle, wie sehen denn die Umsätze aus eurer Sicht aus, und man sieht hier von den Ergebnissen hier, das berichten wir auch immer in unserem German Retail Report, dass die Händler zu 51% mit steigenden Umsätzen rechnen und die Lebensmittelhändler sogar mit sind 76% sehr positiv gestimmt, dass der Umsatz entsprechend auch steigt. Über das Thema Resilienz wurde ja in der Vergangenheit oder heute schon mal an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Ich habe jetzt auch nochmal so eine Kurve, ein bisschen andere wie die vom Thomas Thein, ein bisschen aufgeführt. Was man hier einfach deutlich nochmal sieht, ist die Stabilität von Lebensmitteleinzelhandel im Bereich des Umsatzes, auch während den Krisen. Jetzt kann man das Ganze nochmal ein bisschen zurückziehen. Im Prinzip beginnend ab 2000, wo man dann gegebenenfalls noch die Dotcom-Krise oder Asien-Krise abbilden kann. Letztlich ist ja die Aussage, gleich welche wirtschaftliche Entwicklung Deutschland nimmt, der Lebensmitteleinzelhandel ist mehr oder weniger stabil, ist resilient, und bei den Investments kann man im Endeffekt zusammenfassend sagen, es ist ein Stabilitätsanker für das Portfolio, ein Stabilisator, der zwar vielleicht jetzt nicht die höchsten Renditen erwirtschaftet, allerdings die stabilsten oder mit die stabilsten. Hier nochmal die Einordnung auch des Lebensmitteleinzelhandelssegments auf das Bruttoinlandsprodukt, wenn man hier von 23 von 4 Billionen ausgeht.